Herzlich willkommen zurück zu Merry Minecraft. Heute mit Türchen 11. 11? 11. Ganz bestimmt 11. Ja. Noch immer mit Krienchen, dem Zottel, Herrn Nullblick und statt bei der beim letzten Mal hier auf meinem Kanal mit Timber haben wir heute Tar dabei. Hallo. Jo. Hallo. Ho, ho, ho. Sehr gut. Weiter geht's. Macht weiter. Jawohl. So Befehl, Meister Schatti. Sei es ihr wollt, Sir! Mein Haus wird nicht fertig. Ja, Chef. Nicht? Nein, warum? Kriegst du keine Hilfe? Nee. Das ist so. Bei allen von euch waren schon die Bauwichtel, bei mir noch nicht. Bei mir auch noch nicht. Bei mir war auch niemand. Weißt du, der Vorteil daran ist, du solltest einfach nicht mit Mods arbeiten, wenn du baust. Dann brauchst du auch nicht lange. Vanilla Minecraft kann manchmal extrem einfach sein. Ja, aber wer will denn Vanilla? Ich. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich brauche. Ich dachte, Schoko war das Thema. Nee. Schoko und Vanille. Ach, das war eine andere Serie. Schokolade. Ja, definitiv. Oder wie auch immer das Lied ging. Orange the New Black. Was? Sodale. Ihr seid komisch. Wieso? Ich weiß, ich bin ein Clown. Hast du auch so eine rote Nase? Ja. Bist du Rudolf? Das ist mein dritter Name, Rudolf. Aha. Rudolf, der Rudolf. Glaubst du mir das nicht, Zottel? Bezichtigst Schatti du mich Rudolf der Lügerei? Schatti Rudolf Born. Okay. Dritter Name. Da ist noch einer zwischen. Achso. Kevin. Nein, Josef. Achso. Was? Was meinst du mit was? Jesus. Schatti Josef Rudolf Born. Ja. Oh. Bist du auch der mit dem Born-Protokoll? Nee, ich führe keine Protokolle. Bist du Jason? Nee, ich bin kein Mörder. Jason Born. Schatti Jason Born. Okay, das funktioniert so. Warum eigentlich Schattenborn und nicht Shadowborn? Oder Jason Bourne? Schattenborn, wegen dem Gegner Schattenborn aus Kingdom Hearts. Ich habe das Spiel das erste Mal beim Kollegen gespielt. Also der hat es damals für seine PS2 noch. Ganz früher, für die, die sich daran noch erinnern. Und ich habe es geschafft, von dem Gegner zu träumen, von Schattenborn. Und da ich im Schlaf reden kann und das auch manchmal zu schreien ausartet, habe ich ihm erstmal die Bude zusammengeschrien. Unglücklicherweise. Aber seitdem nenne ich mich Schattenborn im Internet. Okay. Creepy. So, ich habe schon wieder so ein Türproblem. Aha. Warum geht bei mir dieser Vorhang nicht? Da war noch ein anderes Effort drin, dass ich rausgehört habe. Ja, Vorhang. Wird F geschrieben, auf jeden Fall. Bei und mir. Ohne S. Ja. Oh. Ich sehe auf der Map, der Herr Nullblick kommt. Also, wo ist das Problem? Der Herr Nullblick möchte einfach nur weg von seiner eigenen Wohnung. Ja, die ist so hässlich. So, und jetzt hier hin? Ja. Dahin? Ja. Geht das wieder nicht, weil da unten drunter Painted Glow-Nödel ist. Glow-Nödel. Herr Zottel hat keinen Spaß. Okay. Wie schaut's bei den anderen aus? Ach, bei uns geht's. Also bei mir geht's gut voran. Sehr gut. Miau. Was denn? Es geht immer noch nicht, oder was? Das ist immer noch Painted. Welches Holz ist das? Das da. Dann würde es jetzt nämlich so. Noch. Du machst du einfach nur so. Ah, geht das hier so auch vor? Wovor? Die Pressure Plates gehen dann wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja. Und ich muss ja so einen Korpus haben. Glaube ich. Ne? Ja, wenn man das jetzt so machen würde, theoretisch. Miau. Miau. Damon. Wenn das jetzt so wäre, geht das wahrscheinlich nicht wegen den Türen, ne? Wegen den Pressure Plates. Wenn ich die jetzt wegmachen würde, dann würde es funktionieren.
Würde das dann direkt an der Tür sitzen? Warte mal. Nee. Nein. Es sei denn, warte. Oh, na, das war die falsche Tür. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Weltfrieden. Oh, klassische Antwort. 10 Punkte für Nullblick. So, und der Rest? Das ist falsch. Falsch. Wer wünscht sich was zu Weihnachten? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. So. Mehr Freizeit? Oh, da bin ich dabei. Ein valider Wunsch, ja. Jetzt kann ich die Pressure Plates da nicht setzen, weil da Glowstone ist. Ja, ist egal. Okay. Du, Krienchen? Kannst du gerne aber draußen hin tun, die. Ich bin mit allem zufrieden, Hauptsache es kommt von Herzen. Oh, schnulzig. Aber Weltfrieden genau nicht, oder wie? Das habe ich jetzt nicht gesagt, dass Weltfrieden nicht schnulzig ist. Also, da. Aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Also was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Zu Weihnachten. Was wünscht ihr euch? Ja, wie gesagt, Freizeit. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Das kannst du dir selber schenken, ne? Anderes Thema. Okay. Also im Endeffekt ist es mir wirklich egal, was ich zu Weihnachten kriege. Hauptsache derjenige hat sich dabei halt wirklich was gedacht. Also wenn, weiß ich nicht. So. Wenn so 0815 kommt, dann nicht, oder wie? Was heißt denn 0850? Wenn sich jemand irgendwas dabei gedacht hat, weil er gesagt hat, hey, das könnte ihr gefallen, dann ist es okay. Wenn mir jemand irgendein, weiß ich nicht, irgendwas kauft, wo ich denke so, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann die Aussage kommt, na, weiß ich auch nicht, habe ich gesehen, war hübsch. Das ist halt schade. Also, weiß nicht. Ja, ist doch so. Also ich hab's lieber, das ist irgendwas, wo man sagt, hey, ja, da habe ich an dich gedacht, weil... Eine Aufzieh-Barbie-Puppe. Aber. War eine Popband. Als Hinweis, ne? Der Spruch, als ich das gesehen habe, musste ich an dich denken, weil es genauso billig aussieht, zieht nicht. Was? Das ist heftig, ne? Das ist diese Aussage, ne? Das ist genauso billig war wie du. Also, boah. So, ein Weihnachten ist Zottel wieder Single. Ich glaube nicht, dass... Yeah. Also das, mein Lieber, das war schon richtig hart, ne? Also das will ich jetzt mal bemerkt haben. Also, boah. Oh mein Gott. Aber könnte von mir kommen. Himmel, Herrgott. Oh, mein Lieber. Boah. Auf die, der brennt noch nach, wa? Also, aber der brennt wirklich nochmal nachträglich nach. Also, oh. Himmel, Herrgott. Es fällt einem nicht mehr ein, was man dazu sagen soll. Aber wenn du sie loswerden willst, geht das so auch einfach. Wer möchte denn das Krienchen bitte loswerden? Wer redet denn von Krienchen? Ich! Das frage ich mich jetzt auch. Vorher hat keiner Krienchen erwähnt. Das waren jetzt nur Krienchens Argumente nochmal nachträglich. In einen Satz verfasst, was nicht funktionieren wird. Bloß ein bisschen anders ausgedrückt. Alles Rüpel hier. Ihr seid doch alles Rüpel. Warum ist das jetzt auf einmal so leise hier? Alles gut. Was? Ich wollte nicht fluchen. Ich bin nirgendwo runtergefallen. Nee. Hast du immer noch keine Gummistiefel? Nein, natürlich nicht. Gummistiefel sind blöd. Gummistiefel sind hässlich. Das sind wirklich die einzigen Schuhe, wo ich sage, dass sie hässlich sind. Ja. Warum ist mein Vorhang jetzt schon wieder zu? Das war ich. Ich wollte dich nur verwirren. Gelungen. Eine gelungene Verwirrung, würde ich behaupten wollen. So. Ich habe noch immer keine Ahnung, was ich mit dem
Ich habe nicht meine Ahnung, wie ich Deutsch reden soll. Wie soll ich denn bitte weiter kommentieren? Nee, ich habe noch immer keine Ahnung, was ich. Schatti, wir glauben an dich. Du kriegst das hin, Schatti. Du kannst deine Muttersprache sprechen. Wir glauben dran. Schatti, wir wissen, dass du es schaffst. Obligatorischer Flashback für 2 Folgen, damit ich den bösen Buben besiegen kann. Sieht das eigentlich, passt so ein Vorhang eigentlich oder sieht das jetzt aus wie ein anderes Etablissement? Ehrlich oder nett antworten? Nett antworten. Antworte nett, das kannst du auch noch. Okay, warte, kriege ich hin. So, das. Nee, und? Erstmal jetzt das Buch raussuchen. Nett, Nullblick, Nullblick, nett. Warte. Auf welcher Seite stand das noch, ne? Ja, nett. Ah. War das nicht im Vorwort vermerkt? Nett? Nein, das. Ach. Also, ich würde dir mal sagen. Warte mal. Hier ist das Fenster, ne? Das da. Das ist keine mathematische so. Formel, die du da ausrechnen musst. So, jetzt. Nein. Ich wollte nur die rote Redstone-Lampe ins Fenster stellen. Ach so, die ist aber nicht rot. Die leuchtet rot. Rote. Redstone, rot. Red. Oh, das erinnert mich an den Film Red. Habt ihr den gesehen? Nein. Oh. Red? Worum geht's? Älter, härter, besser. Ja. Achso, nein. Mit Bruce Willis und die restlichen Schauspieler habe ich vergessen. Weil ich so gut mit Namen bin. Hauptsache ist, er kann unsere Namen merken. Oh, Hauptsache, er kann sich seinen Namen merken. Was? Ich? Nein. Was? Nee, hier, Hertha. Hä? Als doch schneller Hertha. Ja, lieber Zottel, was kann ich für dich tun? Wiederhole er seine Frage. Ich habe deine Stimme gehört und dachte mir, ich halte gleich einfach mal ab. Ach so. Was wolltest du fragen? Nix. Oh, jetzt spielt er mit die Beleidigte. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Was denn? Die Weltherrschaft an dich reißen? Nee, meinen Vorhang fertig zu sein. Ich weine gleich, ich hasse Dächer. Ich habe Dächer schon immer gehasst in Minecraft. Die waren schon immer blöd. Schatz, ich kann dir mal einen kleinen Tipp geben. Was? Nimm nicht die Kuhschaft. Gehst rüber zu Timbertal und gehst an die Architecture Craft Bank und dann. Wer will schon wieder zu uns kommen und sich durchschnurren? Na, ich will mich nirgendwo durchschnurren. Also, doch will ich, weil ich Student bin und ich auf überall und alles Rabatt bekomme. Nur eure Gerätschaften benutzen. Was heißt hier eine Frechheit? Mir Rabatt? Nur so. Drauf. Ich quäle mich jetzt einmal 3 Jahre lang und dann möchte ich dafür auch bitte entlohnt werden. Du quälst dich 3 Jahre lang? Ja. Und willst dafür entlohnt werden? Ja! Alles gut, Aua. Ich bin nicht runtergefallen. Du bist schon wieder runter. Oh. Wieso, Schatti? Wieso? Weil er es kann. Ich habe mich schon wieder in die gleiche Ecke eingespinnt, der meint. Guck mal, doch Gummistiefel. Gummistiefel garantieren einen festen Stand. Auch auf matschigem Untergrund. Halt die Gosch. Halt die Gosch. Bringt mir nichts, wenn ich zu blöd bin, die Shift-Taste zu drücken. Doch. Weil mit den Gummistiefeln, wenn du wieder hochfliegst quasi. Aber nicht hoch genug, um wieder auf mein Dach zu kommen. Ja, nimmst du noch eine Schlinge mit. Kannst dich hochschauen. Wer bin ich, Indiana Jones? Ja. Einer meiner Kindheitshelden. Bist du nicht? Ich wünschte, ich wäre. Schon allein wegen dem Hut, ne? Nicht nur wegen dem Hut, schon mal Harrison Ford gesehen? Ja, bist du nicht. Ja. Großartiger Mann, großartig gut aussehender Mann vor allem. Ich glaube, er war so mein erster Celebrity-Crush, als ich ein Junge war.
ein junger Junge. Ein euer so. Hat Spencer und Terence. Nach wie vor. Gut, ja. Held meiner Jugend. Dafür bin ich ein bisschen zu jung, um die miterlebt zu haben. Weiß ich gar nicht mehr. Oh. Wahrscheinlich auch Terence Hill und Bud Spencer. Keine Ahnung mehr. Terence Spencer und Bud Hill. Bud Hill? Ich finde sie noch immer erstaunlich. Bud Spencer war halt einfach Olympiaschwimmer. Mhm. Ja. Ich meine, wie cool ist das denn? Ist er Olympiasieger oder Olympiaschwimmer? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er gewonnen hat. Ich weiß, dass er geschwommen ist. Mhm. Ich glaube aber, er hat zumindest keine Goldmedaille, meine ich. Aber Jason Statham ja auch, da war ja Turmspringer, ne? Also, ja, den kann man das aber auch so ein bisschen ansehen, nicht? Ja, den krummen Körperbau so ein bisschen, ne? Krummer Körperbau? Ja, der ist mal so ein bisschen so nach vorne gebeugt halt, ne? Das Ding ist, wenn du halt ein Schwimmer bist oder Turmspringer oder so. Du hast halt ein Kreuz ohne Ende, ja, ja. Du bekommst auch einen Buckel. Die meisten Schwimmer bekommen halt, wenn sie aufhören oder im späteren Lebensverlauf einen Buckel. Ich weiß nur, dass die Oberarme haben wie die Bullen. Das auch. Also von so einer Schwimmerin eine gepflanzt kriegen, das möchte ich nicht haben. Ich möchte im Allgemeinen von niemandem eine gepflanzt bekommen. Ich will von Kindchen keine gepflanzt bekommen. Was? Ich möchte... Was? Du möchtest, Herr Nullblick? Nein. Du willst? Bewahre. Nein. Ich glaube, man muss bei Kränchen schon hart verkacken, damit man eine gepflanzt bekommt. Ich schlage nicht, ich ignoriere nur. Siehst du? Sie reden mit uns wieder. Stan, ich bin hier halt gerade sehr konzentriert. Man merkt's, ja. Jo. Ich würde aber auch gleich die Folge abmoderieren wollen. Ah, schon wieder? Ich habe jetzt in der ganzen Folge einen Vorhang geschafft. Du bist halt ein bisschen langsam. Aber das kommt mit dem Alter, keine Sorge. Time out, ich brauche mehr Zeit. Komm, ich gebe dir... russischen Weihnachtstag, der ist am 6. Januar. Ich gebe dir heute noch 2 Minuten mehr, wie wär's? Das wird auch ein langer Kalender. Das wird ein langer Kalender. Wir machen einfach... Der Dezember wird einfach auf 11 Monate gestreckt. Und der letzte Monat ist dann einfach für den kompletten restlichen Feiertage. Quasi ein kompletter freier Monat. Ein komplett freier Monat? Das wäre doch was, nicht? Oh, nee, das wäre kacke. Bei Hamsterkäufen und sowas. Oh, nee, dumme Idee, ich nehm's zurück. Danke. Ich habe noch nicht mal mein Schaufenster angefangen, Leute. Ich kämpfe. Also, das Fensterloch ist da, das war so. Ich kämpfe noch immer seit 20 Minuten mit meinem Dach. Du hast das ja auch schon einmal angezündet. Und wieder abgerissen und sonst was. Ich hasse es mit so langsam. Aber Zottel, du hast noch 12 Tage Zeit. Nee. Eigentlich sogar länger, weil das ist Folge 11. Ja. Genau. Da kann ich rechnen. Er ist auch schon alt. Lass ihn in Ruhe. Außerdem. Ich sag, dass ich alt bin. Ich. Weil ihr. Ja, im Vergleich zu mir. Ich bin ja. Jungspund. Im Vergleich zu Shatti sind wir alle uralt. Da sind wir alle Dinosaurier. Nee, es ist. Zuschauer, sei jetzt nicht beleidigt. Shatti meint's nicht so. Ihr seid nicht mein alter Mann, es tut mir leid. Es gibt jemand anderes, der schon den Titel alter Mann von mir bekommen hat. Dafür seid ihr sogar noch zu jung. Hör doch mal auf, Nullblick zu ärgern, ja? Na, auch nicht. Auch nicht. Oh, Mann. Ich meine damit auch nicht Herr Nullblick, der ist dafür auch noch zu jung, um den Titel zu bekommen. Wow. Hast du Glück gehabt, ha? Das höre ich selten. Das ist. So, ich bin jetzt zufrieden mit dem Dach, auch wenn ich es nicht bin, einfach weil ich keine Lust mehr habe, an diesem blöden Ding rumzufummeln. Reicht jetzt. So. Na gut.
dann würde ich jetzt auch hier die Folge beenden wollen, denn wir sind jetzt bei 20 Minuten, Zoddel. Du hast jetzt sogar 5 extra Minuten bekommen. Immer echt eher was aus extra tue. Was ich nicht alles für dich mache. Mein Lieber, was ich nicht alles für dich mache. So, dann bedanke ich mich einmal recht herzlich fürs Zusehen bei Kalendertür 11. Und wir sehen uns dann morgen bei Tar wieder, richtig? Korrekt. Ja, ich hab's gemerkt. Und euch heute vielleicht noch viel Spaß dann auf dem Weihnachtsmarkt, wenn jemand geht. Ja. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Ciao. Schneid nicht ein.